Guten Morgen an alle, die im Ring der Kraft meditieren oder dieses Video hören und sich interessieren für die Frage, wie bleiben wir verbunden mit den Friedenskräften in dieser schwierigen und herausfordernden Zeit. Wir wissen, wie im Moment in Frankreich die Menschen auf die Straße gehen. Ja, wir wissen, was los ist in der Welt, und man kommt immer wieder an diese Frage, wie können wir wirklich verbunden bleiben mit der Kraft eines Friedens? Glauben wir noch an die Möglichkeit des Überlebens auf diesem Planeten Erde? Wir sind hier in Korin mit unserem Team und bereiten uns vor auf die kommende, das größere Seminar, haben hier eine Forschungswoche zum Thema auf die Stimme der Erde hören. Verlasse die Angst, es ist eine Entscheidung. Und bei der Frage in der Meditation, was heißt es denn, die Angst zu verlassen? Wie spüre ich überhaupt, dass ich von der Angst geleitet werde? Kam bei mir heute so mit etwas Humor der Satz, ja, ein Mensch, der von der Angst geleitet ist, möchte am liebsten das ganze Universum kontrollieren. Und ein Mensch, der sich von der Friedenskraft leiten lässt, der geht eigentlich in eine Frequenz, wo er die Intelligenz des Universums spürt, dieser Intelligenz vertraut und sagt, hier bin ich in deinem Dienst, sage mir, was ich zu tun habe. Und das ist eigentlich immer dieser Punkt. Übergeben wir unsere Entscheidungen diesem höheren Steuerorgan? Und in dem Zusammenhang kam als nächstes sehr stark die Herausforderung, also im Moment ist die große Krankheit dieser Zeit, dass man so kontrolliert wird vom gesellschaftlichen System, dass man kaum vordringt bis an diesen Punkt des tiefen Lauschens. Und die Ablenkungskräfte sind mächtig. Also noch einmal, dass zum Beispiel in Frankreich jetzt die Menschen so auf die Straße gehen, ist mehr als verständlich. Die Empörung wächst, die Menschen sehen, in welchem Ausmaß sie betrogen werden vom System. Und es ist ja im Grunde gut, dass Menschen sagen, wir machen hier nicht mehr mit. Aber dass die Gewaltbereitschaft so steigt, das ist für mich ein deutliches Zeichen, dass die Hypnose dieses Machtsystems so mächtig wird, dass sie außer Kontrolle geraten ist und in diesem System dann die Gewalt ausbricht. Und als Friedensarbeiter sind wir natürlich herausgefordert, nicht jetzt nur persönlich in stiller innerer Friedensmeditation zu bleiben, sondern die Frage, wie kommen wir zu einer höheren Macht, die auch eine feldbildende Kraft hat. Und das ist, an diesen Punkt werden wir sicher nicht kommen, wenn wir unsere Augen verschließen vor dem, was im Moment in der Welt los ist, sondern wir sind herausgefordert, die Frage zu stellen, was ist wirklich wahr? Universum, zeig mir deinen Plan. Und im Sinne, dass das Leben selbst in sich einen Plan trägt. Und hier bin ich. Ich möchte mit dir zusammen die Kräfte suchen, die in die höhere Intelligenz des Bewusstseins so eintreten, dass sie mithelfen können, dass die Systeme sich in Richtung höherer Ordnung organisieren können. Ja, und in dem Zusammenhang kam eben auch sehr stark, die Ablenkung ist groß. Ich wurde heute Morgen hier besonders von den Mücken abgelenkt und immer die Frage, hast du die Fähigkeit, in der Konzentration zu bleiben? Kannst du auch in schwierigen Situationen deine Tentakeln und deine Sinne und deinen Geist so einstellen, dass die Kräfte durch dich ihre Eingaben geben können, was zu tun ist? Ich stehe im Dienst an dieser höheren Manifestationskraft einer Friedensmacht, eines Friedenswillens. Und in dem Zusammenhang stell dir immer wieder auch die Frage, was ist wirklich wahr? Wahrheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie wahr ist, egal wie ich darüber denke. Und davor nicht davon zu laufen, nicht mit falschen Tröstungen zu kommen. Also spirituelle Forschung bedeutet für mich, dass wir den Geist erforschen wollen, der in dieser herausfordernden Situation die lenkende Macht hat, um Frieden zu manifestieren.
Ja, als letztes noch möchte ich euch sagen, dass wir am Ende jeden Monats am Samstagabend um 20 Uhr deutscher Zeit euch jetzt einladen auf Donation-Basis. Für eine Donation von 30 Euro könnt ihr teilnehmen an einem Webinar, das dieser Frage tiefer auf den Grund geht und wo ihr auch eure Fragen stellen könnt zum Ring der Kraft. Genaueres werden wir euch bald bekannt geben, aber ihr könnt jetzt schon mal den Zeitpunkt vormerken, weil bei vielen der Wunsch kam, dass wir miteinander in tieferen Austausch kommen können. Wie komme ich in diese Art von Meditation, die mich befähigt, Aktionismus und Spiritualität zu verbinden? Ihr werdet bald mehr erfahren auf unserer Webseite. Ich wollte nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst und euch vielleicht das Datum vermerkt. Und alle Spenden, die wir erhalten, gehen in die Projekte, die wir hier verwirklichen möchten. Und das werden wir euch dann auch alles genauer mitteilen. Wir freuen uns auf eine vertiefte Kooperation. Yasin. Ja,